Hallo, herzlich willkommen in unserem Garten. Ja, wie ihr seht, steht die Sonnenblume noch. Sie ist wohl schon etwas abgeblüht, aber trotzdem, ich bin stolz auf sie. Und hier seht ihr unsere lieben Fenchelpflanzen. Die sind sehr, sehr gut angewachsen und stehen sehr kraftvoll da. Es wird bestimmt alles gut gehen. Ja, und hier, das ist meine große Liebe auch, die Artischocke. Sie hat ja dieses Jahr so viel Glück, weil das Wetter so warm ist und das Klima bekommt ihr natürlich super, super gut. Seht nur, wie schön sie die Blüten gemacht hat, und wer von euch Artischocken liebt, der kann bestimmt verstehen, was ich jetzt damit meine. Und das hier ist unser Mangold. Das ist ein roter Mangold und wir ernten heute mal 3 Stiele oder 3 Blätter. Am besten ist es für die Pflanze, wenn man so weit wie möglich unten abschneidet. Und das machen wir natürlich. Ja, und dies hier sind unsere schönen kleinen Cocktailtomaten. Wir hatten einen Strauch gepflanzt und der ist jetzt so groß geworden, wie ich bin, wenn ich dort stehe. Er ist so hoch wie ich, aber 1000-mal breiter. Ja, und wir haben festgestellt auch, dass es am einfachsten ist, Tomaten an der Rispe zu ernten. Denn wenn man die Tomaten einzeln erntet, dann verletzt man sie manchmal und sie platzen dann auf. Und dann halten sie sich natürlich nicht, dann muss man sie gleich essen oder eine aufgeplatzte Tomate, es geht eigentlich gar nicht. Ja, und so machen wir das also jetzt schon die ganze Zeit mit der Rispe. Die Tomaten sind sehr gut gediehen. Und da seht ihr, was wir alles geerntet haben. Ja, und hier ist unser Erntekorb von heute. Unten drin sind noch Kartoffeln und Möhren. Eine Gurke noch, die letzte Gurke durften wir heute mitnehmen. Es ist die reinste Freude, dieser Garten. Und ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal wiederkommst. Und sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.